Wir bleiben in Österreich oder bei Österreichern. Andreas Vollerich ist der nächste Sprecher. Ich habe ihn kennengelernt letztes Jahr im Herbst bei der Geburtstagsfeier von Michael Hopp. Und er hat ein Studio, Grafikdesign-Studio, Editorial Design, habe ich auch. Und wir alle haben Kunden oder Auftraggeber, wo wir nicht zufrieden sind mit den Ergebnissen, was am Ende rauskommt. Und jeder versucht für sich einen Ausweg. Manche machen solche Konferenzen oder Zeitschriften. Andreas Vollerich soll sagen, wie er das Problem löst, dass man trotzdem befriedigt ist von der Arbeit und nicht zu sehr unter den Aufträgen oder unter den Korrekturen der Kunden leidet. Dankeschön. Bitte schön. Vielen Dank. Hallo zusammen. Bei so vielen Superlativen entstand im Laufe des Projektes ein gewisser Respekt vor dem Buch der Bücher. Nach 4 Monaten und ca. 600 Arbeitsstunden war es vollbracht. Ein großartiges Gefühl, das sich aber etwas mit Wehmut vermischte. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass das die letzte Doppelseite im Neuen Testament als Magazin ist, das ich jetzt gerade designe. Es war ein magischer Moment. Als ich die letzten 2 Seiten von insgesamt 244 für das Neue Testament designte. Wie Sie ja sehen, ist es nicht die Seite 243 und 44, sondern die Seite 170 und 171. Wie es dazu kam, etwas später. Wie kommt man auf die Idee, aus der Bibel ein Magazin zu machen? Ich war für einen Verlag in München als Artdirektor für eine Magazinentwicklung engagiert. Das Ziel war das Unmögliche. Wenig Zeit, 16 Stunden Arbeit pro Tag und miserable Aussichten auf Erfolg. Einer der Journalisten war mein Partner Oliver Wurm, ein Querdenker, Ideenlieferant im Minutentakt. Und wie es der Zufall wollte, lag in Ollis Hotelzimmer eine handelsübliche Bibel. An einem Produktionstag vergaß Olli seine Unterlagen in der Redaktion und hatte nichts zu lesen. Vor lauter Langeweile griff er sich dann am Abend die Bibel und versuchte darin entspannt zu lesen, scheiterte aber an der kleinen Typografie und diesem wahnsinnig geringen Zeilenabstand. Am darauffolgenden Tag kam es zu folgender Situation. Olli stand morgens neben mir, schob mir diese besagte Bibel über den Tisch und stellte diese entscheidende Frage: Kann man daraus ein Magazin machen? Mein erster Gedanke war: Wow, wenn das klappt, machen wir was fürs Leben. Meine Antwort, ziemlich zuversichtlich, das sollte möglich sein. Nach dem Entwicklungsprojekt war ich nicht wahnsinnig motiviert, mich gleich auf das nächste zu stürzen. Aber die Idee, aus der Bibel ein Magazin zu machen, faszinierte mich so sehr, dass ich bereits nach 3 Tagen wieder in meinem Büro saß und anfing zu recherchieren. Schnell fanden wir eine ganze Menge ziemlich beeindruckender Fakten und Zahlen zum Buch der Bücher. Die Entstehung dauerte ca. 1500 Jahre. Es gibt Teilübersetzungen in 2886 Sprachen, Gesamtübersetzungen in 542 Sprachen. Dazu ist interessant zu wissen, dass im Moment weltweit ungefähr 6500 Sprachen gesprochen werden. Die ganz genaue Zahl kennt man nicht. Die Bibel enthält in der deutschen Übersetzungsform 5 Millionen Anschläge. Das hat mich dann schon etwas beeindruckt, wie ich das gewusst habe, auf was ich mich da jetzt einlassen möchte. Diese Zahlen und Fakten lassen sich jetzt endlos weiterführen. Die größte, die dickste, die kleinste, illustriert, fotografiert, endlos viele Varianten. Spannend fand ich auch die Zahlen, dass im Jahr 2014 weltweit 34 Millionen von der Bibel verbreitet wurden. Und laut Guinness Buch der Rekorde seit 1815, das heißt seit 201 Jahr, 2,5 Milliarden Exemplare weltweit. So, aber weit und breit keine Bibel als Magazin. Wir haben mehrere Tage auf Foren, Blogs recherchiert in Europa, in Amerika, Asien, Australien, aber wir haben nichts gefunden. Ein sehr leichtes dagegen war es, den deutschen Text der Einheitsübersetzung in digitaler Form zu finden. Den kopierte ich mir als erstes den Text des Matthäus-Evangeliums und startete mit den ersten Entwürfen. Das heißt, die Texte, die hier eingesetzt sind, sind jeweils die gleichen. Das war der Anfang.
Mir wurde sehr schnell klar, dass die Gliederung des Bibeltextes sich extrem gut dafür eignet, als zu einer Umsetzung in einer Magazinidee. Es gab die Möglichkeit der Unterteilung in Headline, Zwischentitel, Lauftexte, Zitate, Hervorhebungen. Und nach einigen Tagen und mehreren Entwürfen, das ist jetzt die finale Version, die kommt, war mir klar, das funktioniert. Uns war aber die Umsetzung alleine den Text in ein flexibleres Rastersystem und typografisch besonders zu designen noch zu wenig. Erst durch die Idee der Hervorhebung und die Sichtbarmachung von Textstellen wurde die Bibel als Magazin zu dem Besonderen und Außergewöhnlichen, was wir wollten. Textpassagen, die sich so hervorheben, wie es im Buch nie passieren wird. Als das typografische Konzept stand, legten wir los. Feinjustierungen habe ich bis zum Schluss vorgenommen, was beim Endumfang von 246 Seiten zunehmend sportlicher wurde. Darf ich vorstellen, das sind die drei Hauptdarsteller des Magazins. Minion Universe standen von Anfang an klar, von der Minion auch klar, dass wir nur zwei Schnitte verwenden, die Universe nur in Kompresst. Die Clearface kam dann etwas sehr, sehr spät dazu. Daher wurden die Seiten relativ oft und mehrfach, ich habe es mal hochgerechnet, ich habe, glaube ich, die 245 Seiten insgesamt jeweils, also knapp 1000 auf 1000 Seiten gelayoutet. Und dazu kam auch noch die Problematik, dass wir das Format dreimal während der Produktion verändert haben. Und zwar, wir mussten dick kleiner werden, weil es dann irgendwann produktionstechnisch und aus Kostengründen. Unser Arbeitsprozess sah dann in den folgenden Wochen wie folgt aus. Olli las die Texte, kennzeichnete Zitate und Hervorhebungen. Danach übernahm ich die Texte, las diese und baute die Seiten auf. Zu diesem Zeitpunkt entstand auch unser Motto, das Lesbarmachen. Hier sehen Sie die klassische Form in Buchdesign. Das war jetzt auch die Grundlage für mich, weil es von der Größe ungefähr zu unserem Magazin passte, um die Textmengen ungefähr umzulegen. Gekennzeichnet ist hier, das ist der Anfang vom Matthäus-Evangelium, im Prinzip die Auszeichnung, die Vorgeschichte. Und hier ganz rechts oben sehen Sie, da kommt das erste Mal das Wort Jesus vor. Und in unserer Umsetzung sah das dann so aus. Das war die Idee, mit Hervorhebung und besondere Textstellen rauszuziehen. Gleiches Beispiel, von hier unten wird man es nicht lesen können. Da kommt das Vaterunser vor, ich denke mal, eines der wichtigsten Gebete, die es in der Bibel gibt. Daraus entstand folgendes Design. Eine Sache war natürlich vollkommen klar. An den Texten wird kein Punkt und Buchstabe verändert, die Reihenfolge kann nicht umgestellt werden. Um mit den Verfassern der Texten, Lukas, Matthäus und Co. zu sprechen und eventuell über Textlängen oder Headline-Varianten zu diskutieren, war trotz aller Bemühungen nicht möglich. Insgesamt also eine Situation, die ich als Editorial Design eigentlich nicht kenne. Man muss das nehmen, so wie es ist. Das hier ist für mich eigentlich noch immer einer der beeindruckendsten Stellen im ganzen Magazin, wo man wirklich mit Form und Typografie sich in einer Weise zusammenfügt, was man eigentlich fast kaum sich ausdenken kann. Und zwar geht es hier um die Stelle der Bergpredigt, die ja wohl ziemlich erheblich ist. Und da entstand ohne weiteres Einwirken mit Auswahl der richtigen Typografie und Überlegung des Setzens steht ein Kreuz auf einem Berg. Ein weiteres Beispiel war oder ist hier, das ist sozusagen das Ende vom Matthäus-Evangelium, wo wir einen Satz entdeckten, der uns persönlich ins Auge sprang und sich dann so visualisieren ließ. Als das Matthäus-Evangelium abgeschlossen war, das waren circa 40 Seiten, habe ich mich hingesetzt und mal hochgerechnet, auf wie viele Seiten wir für das Bibelmagazin kommen, wenn wir das in der Form umsetzen. Und das waren dann geschätzte 850 bis 900 für das gesamte Neue Testament, also für die gesamte Bibel. Wenn wir nur das Neue Testament machen, kommen wir auf 250 Seiten. Auch lagen uns zu dem Zeitpunkt die ersten Druckangebote vor, hatten aber überhaupt keine Idee, wie wir das Projekt finanzieren könnten. Eine Audi- oder Hugo Boss-Anzeige im Bibelmagazin? Eher nicht.
In dieser Phase präsentierten wir aus Interesse zwei befreundeten Priestern unser Projekt. Deren Reaktion war Erstaunen und Begeisterung. Auch diesen Herren war nicht bewusst, wie ungewöhnlich neu und anders sich der Text in diesem typografischen Form anfühlt. Auch auf deren Rat hin haben wir uns dann dazu entschlossen, nur das Neue Testament zu machen. Die Idee, eines Tages das Alte zu machen, würde mich durchaus reizen. Wieder am Schreibtisch und noch immer in der grafischen Konzeption für die weiteren Kapitel entdeckte ich den Vorteil des Neuen Testaments, dass sich dies in 5 große Bereiche gliedert. Das heißt, es gibt die Evangelien, die Apostelgeschichte, paulinische katholischen Briefe und die Offenbarung des Johannes. Mein Ziel war klar, die einzelnen Kapitel müssen sich optisch abgrenzen. Daraus entwickelte sich ein Farbkonzept, das sich an den liturgischen Farben des Kirchenjahres orientiert. Rot für die Evangelien, blau für die Apostelgeschichte, grün für die paulinischen und katholischen Briefe und schwarz für die Offenbarung. Da die farbliche Gliederung des Magazins jetzt final stand, beschlossen wir, das optische Konzept zu finalisieren. Das heißt, ich designte aus allen 5 Bereichen jeweils die ersten Kapitel. Die unterschieden sich dann in der Farbgebung, leicht im Raster, leicht in Typogrößen. Dieses Vorgehen erhöhte aber natürlich das Risiko, am Ende bei irgendwelchen Seitenzahlen rauszukommen. Aber die Idee war, no risk, no fun. Das ist der Grund, warum die erste Seite, die ich gezeigt habe, auch die letzte, die wir designt haben. Zum wiederholten Male mühten wir uns mit den Aufmacherseiten der 5 Kapitel ab. Wir versuchten es mit typografischen Lösungen, mit Gemälden von Michelangelo, von Leonardo da Vinci, modernen Illustrationen, aber nichts funktionierte. Uns war es aber besonders wichtig, einen optischen Akzent an diesen Stellen zu setzen, auch um diesen Magazincharakter nochmal zu unterstreichen. Durch Zufall lasen wir einen Beitrag in der Welt am Sonntag über die Oberammergauer Passionsspiele und einer Produktion der Berliner Fotokünstlerin Brigitte Maria Meyer, die diese aktuell realisiert hatte. Nach Anfrage in Oberammergau, ob wir denn die Bilder verwenden dürften, verwiesen wir uns an Frau Meyer mit dem Hinweis, wenn die Dame ja sagt, dann dürfen sie. Unsere Begeisterung war natürlich groß. Wir hatten, wonach wir die ganze Zeit gesucht haben. Moderne, neue, sensationelle Foto, die in einem gemäldehaften Stil fotografiert wurden. Manche dieser Motive wurden bis zu 12 Mal aufgestellt und da stehen ja mitunter bis zu 90 Personen auf den Bildern. Das sind ja alles Laienschauspieler aus Oberammergau. Als wir ca. 80 Seiten von dem Magazin fertig hatten und einen gemeinsam entspannten Moment, kam die durchaus interessante Frage auf, dürfen wir den Text so und überhaupt verwenden? Ollis und meine Einschätzung war ganz klar. Natürlich, ist Allgemeingut, gehört allen. Ja, es genügten aber genau 5 Klicks, um es rauszufinden und wir wurden eines Besseren belehrt. Die Rechte an der Einheitsübersetzung, das ist die am meisten verbreitete Übersetzungsform der katholischen Kirche im deutschsprachigen Raum, aus dem Grund wollten wir sie, gehört dem Bibelwerk in Stuttgart. Einfach war es noch rauszufinden, wer unser Ansprechpartner ist. Ein Termin mit schon eher weniger. Es dauerte fast 8 Wochen, aber dann kam das Okay für den gesamten Textsatz. Ich war ja inzwischen auf dieses Projekt so fixiert, dass ich andere entweder ganz absagte oder auf nächtliche Zeiten verschob. Mir wurde klar, dieses Magazin kann ich nicht einfach so nebenbei machen. Das ist zu komplex. Gut, das Risiko der Verarmung musste ich in Kauf nehmen. Das hier war schließlich keine Auftragsarbeit und bei dem Zeitaufwand und somit auch überhaupt nicht klar, ob wir jeweils Geld damit verdienen. Dafür waren wir aber beim Geld ausgeben richtig gut. Die erste Auflage von 20.000 Exemplaren finanzierte das Bibelwerk. Die Magazine waren aber nur im Buchhandel erhältlich. Das wollten wir nicht. Wir wollten an den Kiosk, an die Bahnhöfe, an die Flughäfen. Das heißt, wir haben 30.000 Magazine aus unserer eigenen Tasche finanziert. Ganz großes Abenteuer. Beim Druck in Berlin lief fast alles schief. Die Druckerei hatte ein Riesenproblem mit unserem Papier. Dadurch kam es zur Verzögerung in der Auslieferung. Lange Gespräche mit Vertrieb und Logistik rundeten unsere Tage ab. Im Vertriebssystem kommt noch dann die große Erkenntnis dazu, man hat eine Menge gelernt. Irgendwann wird man remittiert nach ca. 6 Wochen. Das heißt, wir haben dann auch noch zu aller
Not ungefähr 8000 Magazine leider vernichten müssen. Die Grossisten haben uns nämlich dann versucht zu erklären, dass sie uns die Hefte nicht zurückgeben können. Wir haben ja ein weißes Cover und das wir abgegriffen. Beziehungsweise, oder wir kaufen sie zurück. Das wollten wir nicht. Das ist dann wirklich die letzte Doppelseite. Und was für mich als Designer natürlich wahnsinnig spannend und interessant war in dieser ganzen Umsetzung, dass wir ja mit dem Text, der nicht veränderbar ist, gearbeitet haben, wir ja Strecken aufgebaut haben. Uns aber wichtig war auch, die Dramaturgie der Geschichten optisch zu erzählen. Das heißt, wir wollten nicht auf 4, 5 Doppelseiten Krawall machen, alles groß, riesig und bunt und dann wird es nur mit Text wieder vollgezogen, sondern das musste so ein Wellengang irgendwie auch durchlaufen, das ganze Magazin. Daher gehe ich mal gefühlt davon aus, dass ich, glaube ich, nicht 250 gedruckte Seiten, sondern höchstwahrscheinlich 700 gelayoutet habe, weil wir oft komplette Strecken nochmal von vorne angefangen haben zu denken, zu strukturieren und aufzubauen. Da wir aber schwer einschätzen konnten, wie unsere Idee bei den Lesern ankommen wird, waren wir mit der Medienarbeit am Anfang sehr zurückhaltend. Wie man sieht, war aber das Interesse an unserer Arbeit sehr groß. Wir hatten Beiträge im Stern, im Spiegel, die Welt, Hamburger Abendblatt hat uns eine ganze Seite gewidmet, im Zeitmagazin und sensationell im Playboy. TV-Beiträge hatten wir im NDR und im Bayerischen Rundfunk und einige Radiointerviews, die wir gegeben haben. Zum krönenden Abschluss wurden uns eine ganze Reihe von Designpreisen überreicht. Vom ADC, Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, International Design Award in LA, Red Dot, ganz groß Idee, German Design und einen, den habe ich jetzt vergessen, das habe ich vorhin erfahren, danke Boris, Typo Berlin, wo du in der Jury sitzt. Ja. Alles in allem ein Magazinprojekt, in das wir besonders viel Leidenschaft und Herzblut gesteckt haben und das uns ein ganzes Leben lang begleiten wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, der Preis ist nicht der Typo Berlin, sondern der Berliner Type. Ja, genau. Aber es ist, stimmt. Das eine ist die Konferenz und das andere ein alter Druckschriftenwettbewerb, der immer noch so lebt, obwohl es Druckschriften sind. Mhm. Ich finde es wunderbar, wie tief du reingegangen bist, die Hintergründe erklärst, das Entstehen erklärt hast. Das ist das, was wir auf dieser Konferenz wollen. Wir wollen wissen, nicht wie es aussieht, klar wollen wir auch sehen, wie es aussieht, aber wir wollen vor allen Dingen wissen, wie es entsteht und warum es entstanden ist. Und deswegen natürlich jetzt noch 2, 3 Fragen hinten dran. Ja. Ich habe es nicht ganz verstanden, vielleicht habe ich auch nicht gut genug zugehört. Wie ist dein persönlicher Bezug zur Bibel? Hast du einen religiösen Hintergrund oder war das einfach nur, wie du erzählt hast, diese große Verbreitung und so weiter? Also es gibt einen persönlichen Bezug, der so aussieht, dass ich neben der Kirche aufgewachsen bin, getauft, gefirmt, Ministrant war, auch kirchlich getraut, aber man sieht mich jetzt nicht so oft in der Kirche. Die Idee zu dem Magazin hat das natürlich von der Herangehensweise gefördert, weil mir natürlich klar ist, was da drin steht. Obwohl ich das... Du bist bibelfest. Nein, ja, jetzt ein bisschen. Ich habe es ja viermal gelesen, aber inzwischen bin ich auch viel vergessen. Nein, aber der Zugang war dadurch leichter. Aber es war ja keine missionarische Arbeit oder eine Auftragsarbeit der Kirche, sondern es war ja eigentlich für uns was eine Art Kunstprojekt. Rauszufinden, kann man aus so einem, in unserem Abendblatt, aber auch wertvollen Text, ein Magazin kreieren? Lässt sich das überhaupt machen? Das war eigentlich so der Impuls dahinter. Also aber es ist ein leichtes, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, was da drin steht und was so passiert, weil also das begleitet. War mehr über. Sozusagen das buchigste Buch aller Bücher zum Magazin zu machen. Ja, was anderes hätten wir uns ja nicht mehr aussuchen können. Ja, stimmt. Ja. Okay, finde ich nachvollziehbar. Jetzt hat der Horst, und du hast es an bestimmten Stellen erzählt, wie es euch verändert hat, sozusagen im Machen, dich verändert hat, nämlich praktisch, dass plötzlich das immer einen größeren Anteil nahm an der Arbeitszeit. Es ist ja ein Spannungsverhältnis, wenn man so ein freies Projekt macht oder wie man es auch immer nennen möchte. Mhm. Wie habt ihr diese Zeit überstanden? Also war das wirklich möglich, dass dann praktisch durch die Querfinanzierungen so viel Geld reinkam, dass ihr weniger klassische Projekte machen musstet? Weil ihr seid dann, wie viele Leute seid ihr im Büro?
Also wir sind ja mittlerweile zu siebt. Zu siebt, okay. Zu acht irgendwie. Zu der Zeit waren wir aber noch weniger. Mhm. Da waren wir zu zweit, zu dritt, je nach der Auftragslage. Also wie gesagt, ich mache ja nicht alles alleine an den Projekten, die wir machen. Mhm. Also wir können das auch gut aufteilen. Aber ich habe bei dem Projekt gemerkt, sonst ist mein Arbeitswesen und Tun so, dass ich mitunter an 4, 5, 6, 7 Projekten wie im Moment gleichzeitig dran bin. Okay. Aber dann gibt es in verschiedenen Stadien. Hier habe ich gemerkt, da kann ich nicht mal 2 Stunden am Tag mich damit beschäftigen, weil das einfach zu intensiv wurde. Also somit waren halt meine Arbeitstage auch wieder 16 Stunden lang und keine Wochenenden, aber das habe ich auch mit Leidenschaft gerne gemacht, weil ich dann merkte, dass was entstanden ist. Das wurde ja auch, das fügte sich ja alles wie ein Puzzle zusammen, was wir am Anfang nicht wussten, wie weit kommen wir, hängen wir dann irgendwann und kommen mit dem Text nicht mehr voran. Und Olli hat halt eifrigst gelesen. Das hat er, glaube ich, nur unter Anleitung von Lan Lang irgendwie, hat sich jeden Abend hingesetzt, 6 Stunden, Texte runtergelesen, umkopiert und mir wieder geschickt. Aber so ließ sich das realisieren. Aber Anzeigen an dem Fall war ja nicht möglich. Das heißt, wir haben zwar überlegt, aber das geht nicht, das kann man bei so einem Titel nicht machen. Und falls das wen interessiert, wir haben bis heute auch kein Geld damit verdient. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das ist noch immer eine große Leidenschaft. Wie reich kann man mit der Bibel werden? Nee. Aber ich weiß nicht, wir wollen nicht mehr wissen, wie viel es ist, glaube ich. Wie reich wird man aber in anderen Zusammenhang? Das heißt, dieses Projekt hat ja euch eine Menge Aufmerksamkeit gebracht. Richtig. In Wirklichkeit würde ich jetzt behaupten, es hat sich refinanziert. Doch, auf alle Fälle. Wunderbar. So funktioniert es. Nicht herstehen heute. Eine super tolle Idee haben, das gut ausrollen. Vielen Dank. Beise holen. Dankeschön.